Herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Schön, dass du mir heute wieder lauscht. Das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich. Was macht es mit dir, wenn du diesen Satz hörst? Gerade in schwierigen Situationen kann man mit so einem Satz nicht in Resonanz gehen. Das ist auch verständlich und auch mir geht es so, dass ich mal sage, jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Das Leben prüft dich und stellt dir gewisse Herausforderungen, um Entscheidungen für Veränderungen treffen zu können. Freud und Leid ist immer so nah beieinander. Wir leben eben in einer dualen Welt. Wenn eine langjährige Beziehung zerbricht, sich Freundschaften auflösen, man unangenehme Gespräche führen muss, eine einschneidende Veränderung im Beruf erlebt, man einen geliebten Menschen verloren hat oder man eine schlimme Diagnose erhält, wie kann man da noch positiv sein und dem Leben vertrauen? Widerstand macht sich breit in dir. Es wird erst später ersichtlich, dass dir all die schmerzhaften Erfahrungen dienlich waren. Das Leben gibt dir genau die perfekten Erfahrungen, damit du dich entwickeln kannst, bis du begreifst, worum es im Leben geht. Das Leben ist immer perfekt, so wie es ist. Alles hat seinen Grund und die Umstände geben dir die Gelegenheit zu wachsen und den Weg der Liebe zu gehen. Denn im Leben geht es im Grunde immer um die Liebe. Der Weg der Liebe führt dich in die Tiefe zu deinem Herzen und der Weg des Widerstands und der Angst führt dich in die entgegengesetzte Richtung, wo das Leid und kriegerische Tendenzen sich breit machen. Solange man sich für den Weg der Angst entscheidet, wird es immer Leid geben. Die Probleme vergrößern sich, die Blockaden bauen sich auf. Je länger du im Widerstand bist, desto länger ist dein Leben leidvoller. Es ist deine Entscheidung, welchen Weg du wählst. Wenn du begreifst, dass das Leben dich liebt, dann löst sich der Widerstand auf und dein Leben kommt ins Fließen. Das ist pure Annahme deines Lebens, das dir die Erkenntnis gibt, dass alles dir zu deinem Besten dient. Nimm den Schmerz an, gehe hindurch und schaue, was dir dieses Ereignis zeigen möchte. Glaube und vertraue. Dein Herz ist der beste Zugang zu deiner eigenen Wahrheit. Dein Herz ist die innere Stimme, die dir Antworten gibt. Herz und Verstand miteinander zu verbinden, ist das beste Navigationssystem, das dich durch dein Leben führt. Wichtige Entscheidungen für dein Leben zu treffen, zeigt sich dann durch ein inneres Wissen und du fühlst Begeisterung und dein Verstand darf dir bei der Umsetzung behilflich sein. Ich sage immer, das Leben ist wie ein Puzzlebild aus vielen unzähligen Stücken. Oft probiert man ein Puzzleteil, das so gar nicht reinpasst in das andere Stück und irgendwann findet man genau das richtige Puzzleteil und das Bild formt sich und man erblickt dann so manches, das dir vorher verborgen blieb. Das Leben führt dich auf die perfekte Weise und kommuniziert in jedem Moment mit dir. Du wirst durch die Erfahrungen wachsen, neue Möglichkeiten und Menschen sind genau zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, die dir einen neuen Blickwinkel verleihen. Lass dich davon inspirieren und bejahe diese Perfektion in deinem Leben. Der feste Glaube, dass dein Leben immer für dich ist, wird zu einer inneren Stärke, die so kraftvoll aus dir hinausstrahlt. Alles passiert zu seiner Zeit, aus einem bestimmten Grund und ist ein besonderes Geschenk für dich, um dich mehr und mehr kennenzulernen und weiter zu entfalten. Nimm dieses Geschenk und öffne dich für die Perfektion deines Lebens. Lausche deinem Leben und höre, was es dir zu sagen hat. Dein Leben ist göttlich, du bist göttlich und Gott durchdringt dein gesamtes Leben. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag dir gefallen hat, dann bitte drücke den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.